Also gut, Freunde, langes Zern. Das letzte Opening war gefühlt von einem halben Jahr. Ich blende es euch mal gerne ein, was es zuletzt war. Ich meine, es war Dragon Ball gewesen und es war ungelogen ein halbes Jahr her. Und heute haben wir ein neues TCG vor uns, welches ihr schon im Titelbild gesehen habt. Und es geht heute um One Piece. Das neue One Piece Set Awakening of New Era oder so ähnlich heißt es. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich kann es jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht lesen, was hier draufsteht. Ich habe in den letzten Monaten schon einige Sets mir geholt. Das japanische, ansonsten habe ich hier hinter noch englisches. Und das Besondere bei den Sets hier war immer, ob englisch oder japanisch, wir haben immer diverse Manga-Rare-Karten drinne. Die sind schwer zu ziehen und gerade dieses Set dachte sich, leg ich nochmal eine Schippe drauf und haue drei Manga-Rare-Karten rein. Diese Manga-Rare-Karten sind einmal Kid, Law und natürlich auch unser Boy Ruffy in seiner Gear-5-Form. Ich bin mal gespannt, ob wir die hier in diesem Set ziehen können, beziehungsweise in dieser Box. Ich will jetzt eine mal aufmachen, mal testen, die meine ersten One-Piece-Karten ziehen. Deswegen seid nachsichtig mit mir. Ich habe bisher nur ein paar Openings gesehen, bin nicht deep drin. Aber wir schauen mal, was heute so geht. Drückt mir die Daumen. Ich drücke euch die Daumen, falls ihr auch was öffnet. Und falls euch das Video gefallen sollte und ihr mehr sehen wollt und ihr generell den Kanal unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich sag euch, Japan hat es drauf mit der Sicherung ihrer Displays. Ich habe es schon bei Digimon gesehen, die sind hochgradig gesichert. Die einzige Sicherung, die wir jetzt hier haben, ist, man kann es kaum sehen, ein kleiner Streifen Tesa. Ist eigentlich schon ein schlechter Witz, wenn man meint, dass man da das Display mit sichern kann. Nein, jetzt mal auf. Entsichert und nicht mehr versiegelt. Holen wir uns mal die Karten raus, beziehungsweise erstmal die Booster. So sieht das Ganze aus. Ungelogen. Es fühlt sich schon gut an. Neue Booster von einem neuen TCG, was ich noch nie gespielt habe, beziehungsweise was ich noch nie geöffnet habe, hier in der Hand zu halten. Und wie viele es vor allem sind. 126 Karten sind drin. Also im ganzen Set, wohl bemerkt, nicht in diesem einen Booster. Ihr seht ja, wie dünn die Dinger sind. Wir schauen mal rein. Das erste Booster, One Piece TCG aus dem japanischen Set Awakening of a New Era. Ich bin gespannt, ob wir was Gutes ziehen. Wir haben hier wieder diese Aufrupp-Mechanik, wie bei allen japanischen Boostern, ob Pokémon oder wie heißt es? Dragon Ball, Digimon, wie auch immer, sie sind alle gleich. Und hier haben wir tatsächlich schon eine Enel-Karte mit einer seiner Attacken. Ich, wie gesagt, bin jetzt nicht ganz drinne. Auch jetzt, ich muss zugeben, ich habe One Piece seit Anfang 2000er mitverfolgt, aber hin und wieder mal so meine Lücken. Ich weiß, er hier, König des East Blue, der hat von Garb aufs Maul gekriegt. Wir haben jetzt hier aus East Königreich Alabaster jemanden, ihn, keine Ahnung. Haben wir hier Drake und wir haben Rob Lucci. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine richtig gute Karte ist. Ich schaue mal hier an. Ich habe jetzt keine Brille auf. SR. Wir haben hier eine SR-Karte. Ist also vergleichbar mit den Digimon bzw. Dragon Ball. Und dahinter nichts. Schöne Sache. Erste Karte. Erstes Booster und direkt ein Hit hier mit Rob Lucci. Lucci. Wie auch immer man den Boy aussprechen mag. Der Mann, der mit seiner Taube spricht. Ich glaube, das hat Ruffy damals richtig aufgeregt, warum die verdammte Taube die ganze Zeit gesprochen hat. Aber schauen wir mal, wir haben jetzt hier, ja, passend wieder hier aus Enels, von Sky Island, wieder jemanden. Dann haben wir Corby, oh mein Gott, Netflix-Serie lässt grüßen, Corby und Garb, die, Mr. One, die Netflix-Adaption, ne, der Nebenstrang von Corby und Garb. Das war's schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten in einem Booster. War mir ganz bewusst gewesen. Wir haben jetzt hier Zoro, Juro. Auch als, nee, diesmal als Rare. Mit Sanjuro auch dabei im Hintergrund. Mal sehen, ob wir das hier so leicht, oh, das gehen wir leichter auf. Erfahrung macht's. Die Erfahrung macht's. Es geht so ein bisschen leichter auf, als mit diesem Aufrufstreifen da an der Seite. Doflamingo als Kid. Das ging mir so auf den Zeiger mit der Nebengeschichte von Garb und unsere nächste Rare. Ein Revolutionär, den wir gezogen haben als Rare-Karte. Weil das war so unnötig, dass sie die ganze Zeit da auch Sachen gespoilert haben, die erst viel später in der Geschichte vorkamen. Das, ich weiß nicht. Meine Freundin hat es gefeiert, ist erstmal One Piece in Kontakt gekommen so richtig. Hat sich schon auf Chopper gefreut, der nicht vorkam, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben jetzt hier einmal
unsere... Ich habe das Gefühl, der Fokus ist nicht so ganz so richtig da. Kann aber auch sein, weil ich meine Brille aufhabe. Nicht aufhabe. Wer weiß. Nico Robin. Oha. Nico Robin. Wir haben... Ich habe hier die Streifen gesehen. Ich wollte schon sagen, Akainu, den man jetzt nicht so gerne hat. Und wir haben jetzt hier Ruffy. Ich würde fast sagen, Ruffy hat ein bisschen krasseres Artwork als manch andere, die wir bisher gezogen haben. Echt sick. Und dann halt Akainu als Rare-Karte dahinter. Ich merke schon, man saust jetzt nicht so krass schnell durch, weil man die neuen Karten auch so ein bisschen begutachten will. Hier haben wir Tony Chopper. Aber was ist das hier? Was ist mit ihm hier? Er hat vom Whitebeard auf die Fresse bekommen, ne? Hier die Schlange, wir haben, Meats, wie heißen? Nein, die Robin gefangen gehalten haben. Also, ihr merkt, ich bin nicht so hundertprozentig drin. Es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal so ein paar Folgen verfolgt habe. Ich habe bei Wano Kuni, ich bin im Manga, die ganze Zeit mit dabei, verfolge den. Aber was jetzt hier die Folgen angeht nochmal, beziehungsweise die ganzen Anime-Folgen, ja, tatsächlich, hatte ich irgendwann mal eine Lücke gehabt. Nach dem Timeskip habe ich da nochmal angefangen, dann auch wieder eine Lücke, aber ansonsten Manga, der ist auf jeden Fall immer noch aktuell, was da auf Egghead abläuft. Dann bin mal gespannt, was das Ganze ausgeht mit die Hints, was mit manchen Charakteren hier so los ist. Wir haben Kizaru als weitere SR-Karte, Osalino, ähnlich heißt er ja mit Vornamen. Auch auf einen japanischen Schauspieler angelehnt. Ich habe auch keine Ahnung, was für... Sie Booster hinkommen, die Lehren. Was so mit hier, den Dalmatiner. Hat mich anfangs sehr an Garp erinnert. Garp hat ja auch so eine Mütze gehabt von Hund. Was hier für Karten so genau drin sind, was für SR-Karten, was für gute Karten drin sind. Ich habe... Junge, was ist hier los? Auch eine weitere SR, aber der Stil vom Artwork. Was ist das? Ist das jetzt eine Altart? Verdammt. Wir haben vielleicht nicht mehr die Chance auf eine Manga Rare, aber wir haben hier eine Altart. Wenn ihr genau was wisst, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was das hier genau ist. Ist es eine Altart? Ist es keine Altart? Ich lege es mal hier dezent zur Seite. Und vielleicht werde ich noch überrascht und ich täusche mich auch, aber... ich vermute mal, es handelt sich hier um unsere Altart. Wäre natürlich geil gewesen, wenn wir jetzt hier so eine Manga-Rare gezogen haben, aber ich denke mal, selbst wenn du einen Case öffnest, ist es nicht garantiert, dass du eine ziehst. Und vor allem, dass du die richtige ziehst. Wir haben... da waren wir schon durch. Wie schnell sie hier durch so einen Booster durch sind. Oh mein Gott. Aber wie schnell wir durch sind. Aber lass mich, wie gesagt, gern wissen. Ich habe hier, wie sie einen Korb genannt. Ob wir hier tatsächlich schon was gezogen haben. Aber wir haben drei Manga-Rare-Karten ja im ganzen Set. Und wir haben eine Lila-Karte, ist das? Bin nicht ganz sicher. Und wir haben hier Enels Lakai als nächstes. Vor allem, dass du halt drei ziehen kannst. Ich komme nicht drauf klar. Es ist halt so schwierig, eine zu ziehen. Und es gibt einfach drei Stück in dem ganzen verdammten Set. Auch geiles Artwork von dem Charakter hier. Wir haben Mary Jo. Jinbei. Was zum Teufel? Kann sich erkennen. Und wir haben... Oh mein Gott. Oh mein Gott. The Rare. Doflamingos Crew. Was ist das? Was ist das? Wie Ruffy Kaido aufs Maul gibt. Gerne Infos in die Kommentare, um was für eine Karte es sich genau hier handelt. Es hat eine andere Farbe auf im Hintergrund. Ich weiß, es gibt Don-Karten, aber ist es so eine Don-Karte? Ja, nein. Auf jeden Fall gefällt mir das Artwork immens gut. Wir haben noch 14 Booster vor uns und ich würde sagen, wir schnappen uns mal die Hälfte und machen hier mal ein dickes Megapack draus. Ziehen alle Karten, alle seltenen Karten raus. Auch den vorletzten Slot mache ich mal separat als Stapel und dann gucken wir mal, was wir hier direkt für Hits haben. Und daher lege ich jetzt hier diese seltene hier hin. Links und rechts kommen halt die Reverse. Und auf diesen Stapel kommen die ganzen Normalo-Karten. Heute? Don-Karte? Ja, nein. Ich habe keine Ahnung. Wir haben blaue, wir haben weiße, wir haben rote. Wir haben den ganzen verdammten Regenbogen hier in diesem Display. What the fuck haben wir hier alles für Karten drin?
Also gut, Freunde, wir haben jetzt hier unseren Big Stack an Karten, an Normalo-Karten. Wir haben hier einmal viele, die wir uns noch nicht angeschaut haben, die wir noch nicht gesehen haben, wie ihn hier aus Bellamy's Crew. Mal sehen, was wir alles an neuen Karten haben. Ich gehe jetzt einfach mal schnell durch, Oh ja. Einer der Guten, würde ich mal behaupten. Einer der Guten, Himmelsdrachenmenschen. Hier, Suicide Bomber Kid. Auch krasses Artwork. Erinnert mich an Vampire Hunter D. Wer den Manga kennt, der weiß, was ich meine. Sehr, sehr geiler Manga. Ist nur zu empfehlen. Spielt sehr in der Zukunft. schon wieder so eine Karte, wie eben auch. Gab, Alter, der Vielfraß. Hier, Vampire Hunter D. Vampire Hunter D, ein sehr zukunftsbasierter Vampir-Manga, also krass. Auch mit Wurzeln auf Dracula angelehnt, also sehr, sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Hier noch, genau derselbe, den hatten wir doch eben auch schon mal. Hier, der Typ, der von Whitebeard aufs Maul gekriegt hat, und das waren unsere Normalo-Karten. Und jetzt gucken wir mal an, was wir hier für einen Reverse-Stapel haben, wie man ja eigentlich kennen würde vom Pokémon. Und hier haben wir einmal Fischmensch, Karate, Karate Attack, wir haben König Cobra, wir haben die Wolkeninsel, das ist ein Stage, okay, wir haben hier unseren Scherenboy mit Kuma im Hintergrund und Sabo, die trainieren. Es ist, also ganz ehrlich, es ist sehr auf Sky Island angelehnt, dieses ganze Set. Und wir haben jetzt, ich habe keine Ahnung, wer ist. Muss ich zugeben. Keine Ahnung, Doflamingo. Mit dem etwas anderen Drip. Und nun schauen wir uns die ganz großen Boys an. Und Girls. Und beginnen mit Killer. Er ist jetzt hier auch eigentlich eine traurige Geschichte, der mit seiner Smile-Frucht, dass er die verpasst bekommen hat, die ganze Zeit am Lachen ist wie der Joker. Deswegen appreciaten wir ihn, dass er hier ist. Wir haben einmal Killer als erstes. Wir haben, ich glaube, das ist Sabo mit der Feuerfaustattacke. Dann haben wir einmal Fujitora, wo er gerade aber den Mond runterholen würde. Hirahoshi, Weinahoshi, wie Ruffy sie gerne betitelt. One and only Corazon. Wer ihn nicht kennt, das ist eine Leaderkarte. Die Leaderkarte wichtig und Corazon, geiler Charakter. Der kriegt einen Ehrenplatz. Und natürlich back to back Corazon mitgefolgt. Enel erneut nochmal, wie aus dem ersten Booster. Und natürlich wird der junge Mann auch eingesleeved. Eine sehr schöne Leaderkarte. Ich weiß nicht, welches es alles gibt an Leaderkarten, aber mit der bin ich sehr zufrieden. Okay, dann geht's wie gewohnt weiter. Wir haben jetzt hier noch, wie gesagt, 7 Karten da. Mal gespannt, ob meine Hüllen ausreichen, weil das Pack ist fast leer gewesen, gefühlt. Hoffentlich reicht es noch. Wir haben jetzt hier wieder Enel, wir haben einen Menschen. Hier, der Boy, den haben wir seine Attacke eben gesehen. Ein Fischmenschen-Karate. Dann Enel, El Tor, bin mir nicht sicher. Underrated Character mit seiner Faust. Was der für einen Schaden anrichten kann, wenn er die auflädt. Und Kuma. Der Boy war auch richtig nutzlos. Der Eisbär auf Wano Kuni, auf Skull Island. Oder Skull Island? Bin mir gerade nicht sicher. Von Kaido, seiner Insel, wo alles in Flammen steht. Der Eisbär in Flammen hat er nicht gerne. Oh, Brook, Alter. Junge. Also, es ist wirklich so ähnlich Cavendish hier. Haben wir auch noch nicht gesehen. Auch hier ihn noch nicht. Itachi aus One Piece mit seiner Krähen. Fähigkeit, ja, es sind keine Krähenfähigkeit, aber er lässt es wie Krähen aussehen. Also es ist wirklich wie Digimon. Digimon hat auch manche cute, lustige Karten dabei, aber auch manche solche Banger wie Brook gerade eben. Ist auch vom Design der Karten. Es ist wirklich an Digimon orientiert, das Ganze hier. Wir bekommen immer mal wieder neue Charaktere, also nicht neue, auch hier in Kinderform. Sie hatten wir eben schon mal gehabt. Kid, gefolgt von Drake, wir neigen uns langsam am Ende. Wir haben noch 3 Booster nach diesem hier. Und dann ist das Display auch durch. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht vor, weit drauf zu machen und hier irgendwas zu handeln. Das ist keineswegs. Da gebe ich auch schon bei Pokémon zu viel Geld aus. Oder habe auch zu viel Geld ausgegeben schon. Das ist nicht mehr feierlich. Deswegen, Kid,
Hätte es ruhig in deine Manga Rare kommen können. Aber okay. Wir haben hier äußerst Kit. Also generell so Waffen, die selbst Vegapunk höher zu bauen gefühlt. Was da in dem Manga los ist, es ist krass, was er da zusammengebastelt hat. Und vor allem diese Details hier an der Seite in dem Holo-Effekt, das gefällt mir richtig gut. Weitere SR angenommen, mitgenommen, auf den Stapel gelegt. Wir haben das vorletzte Pack hier vor uns. Vielleicht sehen wir nochmal einen Ruffy. Ruffy haben wir ja nur, ich habe ihn mal zur Seite gelegt, nur diesen einen hier gehabt. Und ich würde es gerne begrüßen, noch einen weiteren zu sehen. Und nicht wen anders hier aus der Strohbande, wie jetzt zum Beispiel Sanji mit Zoro hier im Hintergrund. Die Karte hatten wir aus einer anderen Perspektive ja gesehen gehabt eben. Die hatten wir schon mal gehabt. Hier haben wir Sabo, ich wollte schon Ruffy sagen. Nachdem er immer die, nee, bevor er die Frucht bekommt. Akainu, der Liebling von allen. Dann haben wir Vivi, oder nicht? Ja, Vivi, das ist Vivi. Was mit ihr wohl passiert? Keiner weiß. Hab mich getäuscht. Nicht vorletzt Booster, es war noch eins. Die sind so dünn, die Dinger. Ich hab's nicht realisiert, dass da einfach noch eins drunter ist. Aber gerne. Annehmen die Booster. Und hier. Nochmal wen Neues nochmal mit dabei. Hier eine neue. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Energiefeld? Das ist Kaido hier mit der Narbe zu sehen. Kaido und Law. Law versucht gerade hier sein Inneres fertig zu machen. Oh, das Event. Wer das nicht kennt, der hat One Piece nicht richtig gesehen. Da los war beim Marinefort. Muss ich nichts weiter zu sagen. Gehen wir ins letzte Pack rein. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Und, also wenn ich es noch nicht getan habe, vor allem. Und lasst mich gerne in Kommentaren wissen, ob ihr One Piece feiert. Wie findet ihr das Card Game? Seid ihr drinne? Seid ihr nicht drinne? Falls ihr was gezogen habt, lasst mich auch gerne wissen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da in Zukunft öfter mal was machen werde. Ich habe es jetzt nur gemacht wegen Gear 5, potenziellen Gear 5. Und hat mal mein Glück versucht, aber ich will hier nichts chasen, weil gerade die Manga-Rare-Karten, da kannst du nur verlieren. Zumindest machst du da deinen Geldbeutel sehr viel leerer. Hier, ihn hat mir noch nicht, den ehemaligen Champion des Kolosseums von Bellamy. Wir haben das Hauptquartier der Revolutionsarmee. Muss gerade gucken. Und ich will gerade schauen. Letzte Karte dahinter. Das ist die letzte. Noch eine Runde, neues Glück. Die Schneefrau. Und wir haben einen Ballon gezogen. Also, kurzes Recap. Wir haben hier einmal eine sehr schöne Karte, die ich hier wirklich appreciate. Es ist tatsächlich auch eine Leader-Karte, wie ich gerade gesehen habe. Die Ruffy-Karte. Wir haben ja eben noch eine andere Leader-Karte gezogen. Die kommen wir gleich zu sprechen. Aber das ist so neben den Nicht-Voll-Karten so die beste, die wir hier in diesem Display tatsächlich hatten. Gefolgt davon hatten wir jetzt hier nochmal ein paar Reverse, würde ich sagen, also Rare-Karten. Die habe ich noch nicht eingesleeved, weil die Packung, die ist hier tatsächlich, die ist leer. Und hier haben wir so ein paar Rares dabei, die wirklich gut sind. Wirklich hier, Corazon zum Beispiel, feiere ich. Wir haben Enel, wir haben den sogar hier zweimal, nein, tatsächlich nur einmal. Das eine war nicht in der Rare-Variante. Gucken wir gleich nochmal an. Und wir haben hier Fujikora, Shiroshi und viele, viele mehr, die wir hier mit als Vollkarte dabei hatten. Hier, die andere Perspektive, die ich eben meinte, das ist die hier gewesen. Ich habe nochmal durchgeguckt. Ich war da wirklich der Meinung, ich habe es jetzt nicht gefunden, dass wir Enel dabei hatten. Aber hier haben wir unsere SR-Karten. Beginnt mit Rob Lucci, Luki, wie auch immer man ihn nennen mag. Er und seine Taube, die vor allem auch einen Hut auf hat. Sie hat auch einen Drip, der sich sehen lassen kann. Wir haben hier einmal Borsalino Isaru, welcher auch aktuell im Manga eine größere Rolle spielt, ohne weit oder viel zu spoilern. Ist auch sehr interessanter Charakter, was der noch so drauf hat, das werden wir auch noch alles sehen und feststellen. Und dahinter haben wir einmal Oysters Kid, welcher auch als Manga-Rare in dem ganzen Set vertreten ist, neben Law und neben Gear 5 Ruffy. Haben wir leider nicht gezogen, wir haben dafür aber hier Corazon gezogen, als Leader. Und Corazon ist halt wirklich ein Charakter, der die Story schon gut geprägt hat, für die ein oder andere Träne gesorgt hat. Deswegen wollen wir ihn auf jeden Fall hier wertschätzen. Dahinter haben wir die Karte, die ich meine, ist eine Altart. Ich kann mich aber täuschen. Lass mich gerne wissen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Hier, diese Karte ist auf jeden Fall richtig gut, was hier der Effekt angeht. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben hier auf jeden Fall eine SR-Karte und man kann es hier vielleicht erkennen oder auch nicht. Hier unten
haben einen kleinen Stern oberhalb von dem SR. Kann sein, dasselbe auch hier mit unserer Leaderkarte, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Lass mich mal gerade Kit anschauen. Wir haben da einfach nur Teufelsfrüchte hier als kleines Symbol. Wir haben einfach nur Teufelsfrüchte als Symbol, die anderen SR-Karten. Naja, ihr wisst vielleicht mehr als ich, aber wir haben hier einmal die Leaderkarte und natürlich einmal hier unsere gefühlte Altart. Wahrscheinlich, weil die auch eine Altart ist oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Und dann einmal die schönste Karte aus dem ganzen Display, würde ich jetzt behaupten. Ruffy, welcher Kaido aufs Maul gibt. Ich finde, auch wenn die Karte jetzt, ich weiß nicht, ist es eine Don-Karte, ist es keine Don-Karte. Ich finde die vom Artstil sogar mit am besten, weil die so viel Epicness mit reinbringt. Einfach nur sick. Das war mein Opening zu dem One Piece Card Game Set Nummer 5. Aus dem japanischen Awakening of New Era haben wir hier hinten stehen. Und was ich euch gerade nochmal zeigen wollte, wir haben hier tatsächlich eine sehr große Ähnlichkeit zwischen Taomon, einer Digimon-Karte, und dem Ballon hier von Enels Himmelsinsel, einem seiner Wächter. Und ihr seht halt den Stil der Karte, wie ähnlich sich das Ganze doch ist. Aber soll mir recht sein, mir gefallen die Karten. Ich habe deswegen ja auch Digimon auch geöffnet, weil der Artstil mir gefallen hat. Und One Piece kommt sehr da nah ran. Hat ein paar cute Karten, ein paar sehr epische Karten, wie jetzt diese hier zum Beispiel. Oder Brook, was wir auch gesehen haben. Also, wenn ihr Bock drauf habt, das One Piece Card Game zu öffnen. Und ich sehe gerade, ihr habt sie gar nicht gesehen. Die liegt ja auf dem Tisch. Aber sei es drum. Man öffnet auch ein paar Booster oder Displays. Aber huntet nicht die Manga Rares. Wir hatten jetzt auch keine dabei gehabt, aber ich würde sagen, ihr seid besser dran, wenn ihr die Manga Rares separat kauft, als wenn ihr euch Display für Display öffnet oder ganze Cases öffnet, weil es ja nicht mal garantiert, dass da welche drin sind. Von daher kauft sie euch lieber einzeln, wenn ihr Bock drauf habt, aber denkt dran, die sind schweineteuer. Und ich wiederhole mich ein drittes Mal. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, und dann hören wir uns und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Bis dahin und macht es gut. Ciao.